Okay, I need to get dressed now. So, und da sind wir wieder. Brown hat uns eine SMS geschrieben. Ja, die lesen wir gleich. Ich hoffe, jetzt funktioniert es wieder. Das lesen sie an einer anderen Stelle jetzt. Weil der hat hier nicht wirklich gespeichert. Ihr sollt nach unten gehen und frühstücken. Äußern die SMS wieder auf Deutsch sein? Ja. Ich musste kurz die erste Datei von Episode 4 patchen. Wir werden später noch die Erklärung auf Englisch haben, aber ich glaube, davor mache ich Schluss. Ich nehme nur 4 Folgen auf. Und den Rest dann später. Eine Folge haben wir schon auf. Die zweite läuft ja jetzt gerade und ich glaube nicht, dass ich in 1,5 Stunden bis zu der Situation komme. Ich bin froh, dass du Blackwell letzte Nacht nicht in die Luft gejagt hast. Fast froh. By the way, der Treff ist momentan sehr beliebt. Darum kaufe ich die Karten jetzt schon. Ich überlasse dir die Versorgung mit Popcorn. Mit anderen Worten, du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Lachender Smiley. Jetzt schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Wow, I remember this old phone. We decorated it together. Es kann sein, dass hin und wieder noch etwas auf Englisch ist. Aber das ist das Leiden mit den Episoden. Brieftasche. The fact that she put the photo next to Rachel's is so touching. Was haben wir denn da noch? Oh! Irgendein Kärtchen, Bustickets und 2 Kondome. Dann haben wir eine Kiste. Wow, Sir. That was my 10th birthday. I didn't know Chloe kept this stuff. Ja, dein 10. Geburtstag, schon 8 Jahre her. I love this song. Dann haben wir einen Laptop. Can I check out the news on this old laptop? Bestimmt. Oh, at least we haven't been identified. Yet. Ja, noch nicht. Ereignis. Polizei und Feuerwehr äußern sich zu Einbruch und Vandalismus auf dem Blackwell Academy Campus gegen 1.30 Uhr. Die Polizei hat noch nicht angegeben, ob sie bereits irgendwelche Verdächtigen haben. Ereignis. Polizei verhaftet nackten Mann mit einem Schwert am Up All Night Donuts in der Peckinpah-Straße gegen 20.52 Uhr. Der nicht identifizierte Mann wurde angeklagt, weil er unter dem Einfluss von Energy Drinks und Methamphetaminen stand. Er wird ohne Kaution bis auf weiteres festgehalten. Ja, Methamphetamine. Sehr viele konnten das in ihrem Let's Play nicht aussprechen. Nur sehr unterhaltsam. Ah, da war noch was. Thank God, she's okay. I wonder when I can visit her. Blackwell ist in stabilem Zustand. Nach dem öffentlichen Selbstmordversuch an der Blackwell Academy ist Kate Marsh den Berichten zu folgen. In einem stabilen Zustand unter Aufsicht des Arcadia Bay Medizinzentrums. Bis jetzt sind keine weiteren Informationen verfügbar. Wer hat das eigentlich abgeschickt? Steht gar nicht dran. Schauen wir uns mal das Buch an. Chloe ist so damn cute. She's really trying to suss out what my vision means. Ja, Miss Ad. Können wir das nicht lesen? Chloe ist so damn cute. Dr. She's really trying to suss Jay out what Carswell. Doktor schreibt man im Deutschen mit K. So, dann kann das Lied noch schneller zu Ende gehen. Und ihr könnt noch ein bisschen die Musik genießen. Das Buch heißt Mystisches Wetter, übernatürliche Wissenschaft. So, was haben wir hier denn noch? Ein Joint. I should have sparked up that joint in front of David, so he wouldn't have hit Chloe. Dann haben wir ein Handy. I thought Chloe might put up a pic of me instead. Can't compete with Rachel. Yeah. Holy shitballs. Frank is scary. I should have let Chloe take that money. Frank, Chloe, Geld. Jetzt. Chloe, ich hab dein Geld noch nicht, Frank.
Das ist meine letzte Nachricht. Chloe, ich beschaffe es. Frank, jetzt, du verfickte Hure. Sollen wir noch die Pistolen natürlich? Frank might think twice about messing with Chloe now, but if David finds out, shitstorm. Nein, kein Shitstorm. Wir können noch einmal mit Chloe reden, aber davor legen wir noch eine andere Musik ein. Hey, can you play that again? Ah, nein. Was haben wir noch? Angus and Julia Stone, Bright Eyes oder Sparkle Horse? Ja, die GEMA kann sich ruhig bei mir aufregen. Chloe doesn't seem too upset she didn't take that money from the handicap fund. Dann reden wir mal mit ihr. I love this morning light. It's so peaceful. Wouldn't it be wicked if we could just hang out here forever like when we were kids? Yeah. Yes, but sadly we're not kids anymore. At least you can date now, right? My dad was terrified of the day I would discover boys. Hattest du einen festen Freund? So, you never really told me if you had a serious boyfriend while I was away. Not serious. I was stupid usually. I went through a boy toy phase, among other things. I can't see you with any of the guys around here. Because you have a good eye. That's why I was so glad Rachel came along to rescue me. War Rachel so beliebt? Was Rachel that popular with everybody here? She blended like a chameleon. Clearly more than I knew, or wanted to know. You knew that she wanted to go to Los Angeles with you. Then where is she? Ja. Werden wir in dieser Folge nicht mehr herausfinden, aber wir schauen uns mal die Kleidung an. Time to put on your daily armor, Max. Also, anziehen. Ugh, still reeks like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. Dann schauen wir uns da doch mal um. I could have hid in the closet and then David wouldn't be on my case. Ja, vielleicht. Okay, time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second-guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Da wir Anti-Chloe spielen, küssen wir sie natürlich nicht. Sorry, nein, du dürftest das nicht sehen. Easy. Oh, like I am? Just admit that you already macked on me, then used your rewind. Now I can text Warren that you're saving yourself all for him. I am so going to best unfriend you for that. Gibt einen witzigen Tagebucheintrag darüber in der vierten Episode. Den habe ich gerade vor 4 Stunden übersetzt. Ist ziemlich am Anfang vom Tagebuch der Episode 4, aber den werden wir hier auch nicht lesen. I think Rachel's style is a little more subtle. Like me. Weil es noch Episode 3 ist. Looking sick, Max. A couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka Bra? Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast. I have to wake and bake first. I promise not to tell. Let's not rewind and find out, okay? Ja, dann gehen wir mal runter. Man hat im Untertitel wieder meine Meisterleistung übersetzen gesehen, obwohl ich nicht mal weiß, ob das überhaupt stimmt. Oh my god, that smells so amazing. It's like when we were kids here. Kate hat eine SMS geschrieben. Max, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir auf dem Dach deine helfende Hand gereicht hast. Du warst die Einzige an der Schule, die für mich da war. Die Einzige, die sich auch wirklich Sorgen um mich gemacht hat. Ich muss glauben, dass du geschickt wurdest, um mir Hoffnung zu geben.
Du hast so viel mehr als das getan. Mein Vater ist auch sehr dankbar. Wir werden dich für immer in unsere Gebete einschließen. Liebe in Gottes Segen, deine Freundin Kate. Hey Kate, ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich werde dich besuchen, sobald ich kann. Versprochen. Ansonsten schreibt der Vater, wenn Kate tot ist. Haben wir hier einen Spiegel? Hä? Achso, wir haben den Vogel ja getötet. Natürlich, dann steht er dich nicht da hinten drauf. Check out Mad Max. Ready to fucking thrash. I'm so hardcore. Ich bin einfach so gewohnt, dass da immer der Vogel hinten drauf steht, dass jeder diesen Vogel rettet. Handtuch. Chloe has had this damn dirty pirate towel since we were kids. Serious flashback. Okay, dann haben wir Zahnbürste. Chloe never used to care when I borrowed her toothbrush. Dann benutzen wir sie. What's ironic is I always hated it when Chloe used my toothbrush. Da sehen wir auch das Haarfärbemittel, das wir jetzt so anwählen können. Das ist aber auch neu. You know, I haven't gone through a dyeing my hair blue phase yet. Maybe it's time. Ist das neu? Das konnte man das vorher auswählen? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Also wenn wir am Ende einen ganz bestimmten Eintrag vor einem ganz bestimmten Objekt haben, haben sie hier noch ein bisschen was geändert. Nobody in this town has a fucking clue as to what's happening. Do they? Dann gehen wir noch mal ins Schlafzimmer. I better not go in there. David might be in bed. Ew. Ah, dieser Stuhl ist so nervig. Der knarzt die ganze Zeit. Ich habe kein Geld für einen neuen. Gah. For everybody else in the neighborhood, it's just another morning. Ja, dann schauen wir mal nach. Wegen Bildern. Den Vogel. Okay, wir haben so gut wie alle den Vogel. Machen wir gleich. So, hier gibt es für einen Flyer, den übersehen manche, weil Mac schon so komisch dran steht. This might be the one time these people are right. Das Ende beginnt jetzt. Ignorierst du immer noch seine Warnungen? Hast du den Schnee verspürt, die Sonnenfinsternis erlebt, die Tiere sterben sehen? Dies sind die Zeichen. Arcadia Bay ist das letzte Schlachtfeld des Pazuzu. Jesaja 66, 15 bis 16. Ja, der Herr kommt wie das Feuer heran, wie der Sturm sind seine Wagen, und in glühendem Zorn Vergeltung zu üben, und er droht mit feurigen Flammen. Ja, der mit Feuer und Schwert hält der Herr Gericht. Rette heute deine Seele, bereue. Tritt diesen Monat der Kirche der letzten Offenbarung bei und befreie dich vor der Hölle. Schau uns in Arcadia Bay's öffentlichen Fernsehprogramm auf Kanal 40 an. Kontakt Pastor Cruz at cfrproductions.org. So, haben wir hier Fotos. Aber die kennen wir ja schon. Hm, gibt es eine Nachricht, die wir am Anrufbeantworter abhören können? Looks like a message. Die werden wir nicht löschen. David, this is Officer Korn. Just want to let you know, your stepdaughter's car was identified near the Blackwell campus last night, around the time of the break-ins. What? Give me a call soon. Are you in trouble again, Chloe? Don't you sleep? Nö, die schläft nicht. Dann haben wir hier oben einen Vogel. Oh, look at the poor bird. He seems kind of freaked out. Bird, be gone. Fly, you fool. So, dann haben wir ihn da hinten. Dann können wir hier noch die Zeitung lesen. Gut, das können wir nachher auch. Schauen wir mal die Flasche an. Who drinks beer this early around here? Ah, Joyce bestimmt.
Müsli. Wowzer. Chloe still eats the same cereal. So do I. Kühlschrank. I love that they still have the same refrigerator. Ja gut, Scheiß reden wir gleich. Man ist nur das Fenster auf. I keep expecting to see the sky turn red. Ja, das will ich auch noch sehen. Aber ich glaube, das kommt nicht mehr. Oh, look at the poor bird. He seems kind of freaked out. So, jetzt haben wir den Vogel draußen. Den gehen wir raus. Gibt es auch noch einiges zu entdecken. Zum Beispiel diesen toten Vogel. Oh, dead bird. Poor thing. Oder den lebendigen Vogel hier drauf, den wir fotografieren könnten. So, das war nämlich dann Foto Nummer 7 von 10. Ach ja, das hier ist zu lang, um unten angezeigt zu werden hier. Wieso auch immer. Aber mit Schriftgrößen werden wir später herumalbern. Wenn Episode 5 fertig übersetzt ist, wird das alles noch angepasst. I wonder how these birds died. Ja, das frage ich mich auch. Aber vielleicht ist der Max daran schuld. Three dead birds lined up? That's fucking ominous. Durchaus. Dann setzen wir uns mal auf die Schaukel. Sitting in a swing always feels so comforting. I remember when Chloe and me would take turns in the swing. We would push each other so hard we'd fly way up in the air. Chloe always wanted to swing all the way around. I always got scared and would jump off before I flew off. And Chloe is still trying to get high. Ja, dann war's das war's dann auch mit hier. Die drei Vögel haben wir gesehen. Und Tagebuch ist nun mal. Ach, Tagebuch. Ist noch. Ja, ist noch zu früh. Wieso kommt eigentlich immer das Speichersymbol? Der speichert gar nicht. Ah, er speichert vielleicht die Position des Tagebuchs. Aber wir reden mal mit mit Joyce. Looks so different in her street clothes. Good morning, Joyce. Rachel. I mean Max. Oh, you startled me. Well, you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. I will Pfannkuchen. I'm dying for some of your famous pancakes. I thought you would have missed those. Ah, you ate more than William. And he loved them. I remember. We would race each other to grab them from the stack. So this time, you can help me with the ingredients. I need you to grab me the eggs and milk. Eggs and milk? No problem. Ach ja, wir müssen erst die Sachen sammeln, dann reden wir. Gut, dann nehme ich die Milch. Now for the mother's milk. Ja. Und dann die Eier, die liegen hier hinten in der Einkaufstüte, das wissen viele nicht. Die versuchen die nur aus dem Schrank, aus dem Kühlschrank zu holen. Auch immer sehr amüsant. Aber im Kühlschrank gibt es nur den Schinken. Aber bevor wir mit ihr reden, lesen wir noch Tagebuch. Ja gut, Zielsetzung, ich muss Essen fürs Frühstück machen. Fürs Frühstück finden, dann machen wir so und so. Ah gut, die Sticky Note bleibt immer da. Auch wenn mein Körper roch, als hätte man ihn mit Chloe übergossen, war es so cool, das erste Mal nach 5 Jahren wieder bei Chloe zu pennen und sie bei unseren Pyjama-Partys neben mir aufzuwachen.
Aus irgendeinem Grund erinnert es mich an die Zeit, als wir eines der Nachbarhäuser verklopappen wollten und es sogar nach draußen geschafft haben, aber dann Schiss hatten und wieder lachend ins Haus gerannt sind. Also verklopappen muss ich auch nachschauen. Also eben ein deutsches, das deutsche Wort dafür finden. Toilet Paper, also Klopapier ans Haus, ums Haus wickeln. So wie bei dem Fahrrad in Episode 1. Ich erinnere mich, dass ich aufgestanden bin und Scheiß unten eines ihrer köstlichen Frühstücke machte und Chloe lächelte mich an, als wären wir im geheimsten Club der Welt. Oder zumindest der Kay der Base. Als wären wir Piraten, verdammt. Nach unserer Spionage in der Schule letzte Nacht habe ich mich genauso gefühlt. Nur steht jetzt viel mehr auf dem Spiel und es ist viel gefährlicher. Ich habe sogar ein paar alte Sachen von Rachel Emma angezogen, da meine voll durch sind. Ein Bandshirt und zerrissene Jeans. Überhaupt nicht mein Ding. Aber ich habe meinen Stil auch noch nicht gefunden. Warum sollte ich also nicht ein anderes Outfit versuchen, wo wir gerade von Versuchen reden? Chloe wollte, dass ich sie küsse. Ich hätte es gemacht, aber ich möchte nicht dazu gezwungen werden. Als wäre es so eine große Sache. Vielleicht hatte ich Angst. Vor was? Ich glaube, ich bin noch zu jung zum Heiraten. Und Chloe und ich würden uns gegenseitig umbringen. Außerdem denke ich, dass Chloe Rachel Amber in ihre Zukunft sieht. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Life is Strange wieder, wenn wir mit Joyce reden. Ich glaube, die Folge ist nur 25 Minuten, aber das sollte kein Problem sein. Also, bis dann. Ciao.